Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Heute mache ich mal eine entspannte Wanderung, mal ganz alleine, auch mal ohne die Hunde. Und bin unterwegs rund um den Stöffelpark. Der liegt im Westerwald bei Enspel. Parken kann man da direkt am Stöffelpark und von da aus gibt es eine kleine Rundwanderung, die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe, und ich werde diese aufzeichnen und dann wieder wie üblich in Komo zum Nachwandern zur Verfügung stellen. Und ja, wenn ihr interessiert seid, wie der Weg so ist, lade ich euch ganz gerne ein, einfach mitzukommen, bleibt dran und schaut euch an, wie die Wanderung so ist. Die Strecke ist so ungefähr 9,5 Kilometer lang und man folgt zuerst erstmal dem Westerwaldsteig und ja, ich muss sagen, ich wollte heute eine entspannte Wanderung machen, habe mal die Hunde nicht mitgenommen, ja, aber irgendwas fehlt. Ist irgendwie total komisch gerade ohne die Hunde. Vielleicht auch, weil es hier den Berg hochgeht und mich keiner zieht. Ich weiß es nicht. Irgendwie merkwürdig. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war, die Hunde mal zu Hause zu lassen. Naja, jetzt ist es halt so. Ja, hier sieht man auch immer wieder Relikte aus älteren Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange hier schon Bergbau betrieben wird, aber wer Interesse dafür hat, der Stöffelpark hat eine Internetseite mit ganz vielen Infos. Da kann sich jeder mal selber schlau machen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die Zeit dazu, etwas zu recherchieren, weil es doch eine sehr, sehr spontane Tour war. Und ja, schaut da einfach mal nach auf der Seite des Stöffelparks. Auch hier wieder eine herrliche Aussicht über den Westerwald. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber da oben, das sind Windmühlen, zwei Stück, und zwischen den beiden Windmühlen sieht man diesen Funkmeldeturm vom Salzburger Kopf. Ich denke, es kommt auf dem Video aber nicht so richtig rüber, also man hat hier schon echt eine schöne weite Aussicht. Gefällt mir richtig gut. Ich bin gerade mal diesen kleinen Erdwall hochgekraxelt, also meiner Meinung nach relativ ungefährlich, weil es auf der anderen Seite nicht direkt tief runter geht. Ja, ich weiß, es ist nicht so ganz in Ordnung, aber müsst halt selbst entscheiden, ob ihr das mal macht. Aber ihr habt gesehen, wie die Aussicht da oben ist. Ich fand es mal wirklich schön und ja, passt halt einfach auf, gerade wenn ihr mal Kinder dabei habt, weil ich denke, diese Tour hier ist für Kinder eigentlich ganz schön. Auch hier wieder ein trauriges Bild. Über das Waldsterben. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Pfad entdeckt, der uns an den Rand des Steinbruchs führt. Aber Leute, passt echt auf, das sieht sehr gefährlich aus. Vor allen Dingen, wie gesagt, mit Kindern. Das ist kein Spaß hier. Da sind wir jetzt gekommen und dann kann man hier mal rechts rüber gehen, wo die Steine liegen. Von da aus hat man wahrscheinlich auch einen schönen Blick über den Steinbruch. Und ich kann das nur immer wiederholen, lasst bitte Vorsicht walten, wenn ihr Kinder dabei habt.
Leuchtturm entdeckt. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Und wenn ja, dann werde ich mal hochgehen. Und oh ja, super, kommt hin. Ja, also der Aufstieg hat sich wirklich gelohnt auf den Turm. Ich konnte halt nur nichts sagen, weil es sehr windig ist da oben. Hätte man wahrscheinlich sowieso nichts verstanden. Aber geht ruhig mal hoch. Ist auch sehr angenehm hoch zu gehen, weil die Treppe nicht wie gewöhnlich immer einfach nur rund geht, sondern eher wie eine normale Treppe. Also wie gesagt, wenn ihr hier seid, traut euch ruhig mal hoch. Es lohnt sich. Ein schmaler Pfad. Wie schön. Mal schauen, wie weiter geht und wo er hinführt. Gehe jetzt ein Stück durch den Ort und über die Hauptstraße entlang. Das ist natürlich nicht so schön, aber ich habe mal auf der Karte geguckt. Leider gibt es keine andere Möglichkeit, weil man über Bahnschienen drüber muss. Und ja, müssen wir das halt wohl oder übel in Kauf nehmen. Ich hoffe, es geht nicht allzu weit über die Straße. Na, ich habe die Tour jetzt ein bisschen angepasst unterwegs. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen nach Gefühl, weil die Originalroute wäre jetzt weitergelaufen, immer weiter durch Ortschaften und über die Straße, und ich habe da keinen Bock drauf. Ich gehe zwar jetzt auch einen Teerweg, aber der geht wenigstens nicht über die Hauptstraße. Und ja, dadurch wird die natürlich etwas kürzer und kommt dann nicht wirklich einer Wanderung gleich, sondern es wird dann wahrscheinlich eher ein Spaziergang werden. Was aber gar nicht so schlimm ist. Ich war ja gestern mit Wanderverliebt unterwegs. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und haben eine etwas größere Tour gemacht. Und dann tut dieses bisschen Rumschlendern heute mal ganz gut. Und der erste Teil der Tour, der war ja bisher eigentlich ganz schön. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, liebe Wanderfreunde, das war meine Rundtour um den Stöffelpark. Ich habe es dann doch ein bisschen abgekürzt. Ursprünglich waren ja 9,5 Kilometer etwa geplant. Jetzt sind ungefähr 7,5 rausgekommen. Lag daran, dass mir der zweite Abschnitt der Tour nicht mehr so gut gefallen hat. Da ging es viel über Asphalt und durch Ortschaften, und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich die Tour unterwegs etwas abgekürzt. Und so sind halt 7,5 Kilometer draus geworden. Und naja, zur Tour kann ich sagen, der Anfang der Tour, so ja, die erste Hälfte ungefähr oder die ersten zwei Drittel, die waren ganz schön. Da ging es halt durch Wald, man hatte zwischendurch immer mal schöne Aussichten, auch Aussichten auf den Stöffelpark, was mir ganz gut gefallen hat. Ein Aussichtsturm war mit dabei, das war so eigentlich so das Highlight mit dem Ausblick auf den Stöffelpark. Der Stöffelpark an sich kann natürlich auch besichtigt werden, das wollte ich eigentlich heute machen, aber hier ist eine Veranstaltung. Und ja, da kann heute nicht der komplette Stöffelpark besichtigt werden. Deswegen werde ich nochmal hierher kommen irgendwann und nochmal ein zweites Video machen und mir den Stöffelpark genauer anschauen. Und ja, wenn ihr mehr Informationen haben wollt über den Stöffelpark, da gibt es eine Internetseite, die werde ich mal in der Infobox reinschreiben. Dann könnt ihr mal schauen, was es hier so alles gibt, und entscheiden, ob ihr vielleicht die kleine Tour mal gehen wollt mit dem anschließenden Besuch im Stöffelpark oder nur im Stöffelpark, oder müsst ihr einfach mal schauen.
Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen, falls euch die Tour gefallen hat oder das beziehungsweise das Video. Und ja, würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne sage ich dann mal frisch auf und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Ciao.